Wenn Maja Lützkendorf ihr Gästebett frisch bezieht, dann nicht unbedingt, weil sie Freunde oder Verwandte erwartet. Maja teilt ihre Wohnung in Berlin mit Wildfremden. Über das Internet-Sharing-Portal Airbnb, das steht für Air Bed and Breakfast, bietet sie das kleinste Zimmer in ihrer WG Gästen aus aller Welt an. Die Erfahrungen, die sie dabei als Gastgeberin gemacht hat, haben all ihre Erwartungen übertroffen. Wenn wir einen neuen Gast begrüßt haben, war ich überrascht, wie toll die waren. Ich habe wirklich bei ganz vielen gedacht, oh Gott, ich will, dass du mein nächster Freund wirst. Ich fand wirklich, wir haben so tolle Gäste gehabt. Dieses letzte Jahr hat mir ganz viele neue Herzensfreunde beschenkt. Zwar bezahlen die Airbnb-Gäste für jede Übernachtung, ein Geschäft wollen Maja und ihre Mitbewohner allerdings nicht daraus machen. Das Geld betrachten sie eher als einen Kostenbeitrag für Heizung, Strom und Kaffee. Und nicht wenige ihrer Gäste lädt Maja ein, wiederzukommen. Dann natürlich kostenlos. Aber bei Airbnb tummeln sich auch Vermieter aus einer ganz anderen Kategorie. Sie mieten gleich mehrere Stadtwohnungen an, wandeln diese kurzerhand in Dauerferienwohnungen um und entziehen so den Berlinern dringend benötigten Wohnraum. Gegen dieses Problem will das Land Berlin jetzt vorgehen. Mit einem Zweckentfremdungsverbot. Wir haben etwa 12.000 Ferienwohnungen in der Stadt, die sich in der inneren Stadt konzentrieren, innerhalb des S-Bahn-Ringes. Also in dem Bereich der Stadt, wo der Mietermarkt eben besonders angespannt ist, wo die Nachfrage besonders groß ist. Und die Idee ist einfach die, dass wir diese 12.000 Wohnungen innerhalb der nächsten Jahre zurückführen in den normalen Mietenmarkt. Maja selbst wird vom Zweckentfremdungsverbot nicht betroffen sein. Dazu müsste sie schon ihre komplette Wohnung dauerhaft bei Airbnb einstellen. Aber trotzdem ist das Berliner Gesetz auch eine Reaktion auf die Sharing-Economy und auf die rechtliche Grauzone, in der sich vieles hier abspielt. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen es haben kann, wenn viele Menschen ihren Besitz miteinander teilen, das muss gerade die Branche der Autovermieter schmerzhaft erleben. Denn privates Carsharing über das Internet ist so erfolgreich, dass der Autovermieterverband gegen die Plattform Autonetzer Klage eingereicht hat. Die Forderung: Jeder, der sein Auto bei Autonetzer oder einer anderen Plattform einstellt, soll dieselben Auflagen erfüllen wie ein professioneller Anbieter, etwa Sixt oder Europcar. Wir erhoffen uns, dass die Halter dieser Fahrzeuge verpflichtet sind, ihre Fahrzeuge so zuzulassen, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, damit die Sicherheit der Fahrzeuge gewährleistet ist und dass die Plattformen, über die diese Fahrzeuge angeboten werden, das nicht ignorieren können, sondern das in ihre Bedingungen aufnehmen müssen. Annette Rammershofen ist eine dieser Carsharing-Nutzerinnen. Dass die Autos, die sie sich leiht, oft schon etwas älter sind als die Neuwagen der kommerziellen Anbieter, stört sie nicht. Viel wichtiger als die Intervalle zwischen zwei Inspektionen ist für Annette etwas anderes: Vertrauen und der persönliche Umgang. Ich habe nur bei zwei Leuten bislang Autos ausgeliehen, aber dafür mehrfach. Der eine, es ist wirklich hier fast um die Ecke. Und dass man dann natürlich, das wie so ein, eher wie so ein Kumpel dann, ne, mit dem Verhältnis hat und sagt, na, wie ist es, kann ich dein Auto heute haben? Teilen macht einfach mehr Spaß als mieten. Das ist wahrscheinlich der größte Vorteil der Sharing Economy gegenüber kommerziellen Angeboten. Und manchmal verändert sich durch Teilen nicht nur das Verhältnis zu den Dingen, sondern sogar zu einem selbst. Ich bin auch selber dadurch viel großzügiger geworden. Also das ist ja ein Geben und Nehmen. Wie ich mich verhalte, so spiegelt das der Gast oft. Natürlich gibt es keine Garantie, dass man als Nutzer von Sharing Economy Angeboten nicht auch enttäuscht oder übers Ohr gehauen werden kann. Das aber passiert selten, trotz steigender Umsätze. Und das wiederum gibt einen Hinweis darauf, wie groß das Sharing-Phänomen noch werden kann.